Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal und zu meinem neuen Video. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe heute mit der Post gerade vom Beauty Love meine Bestellung bekommen. Und zwar, die haben minus 60% auf die ganzen Boxen. Und ich habe mir ein Bundle bestellt, das Favorites Bundle. Ich wollte mir eigentlich dieses Bundle bestellen, da wo die Sachen teilweise schon abgelaufen sind, wo das einfach dann nachhaltig ist. Aber das war schon ausverkauft, das war urbillig, das hätte, glaube ich, nur 35 Euro oder so? Keine Ahnung. Ich habe jetzt auf alle Fälle für drei verschiedene Boxen, das waren quasi Überraschungsboxen, man wusste nicht von welcher Firma, ich wollte mich überraschen lassen und habe dafür knappe 50 Euro bezahlt und wie ihr wisst, da spart man sich locker mal eine Box, ne? Also für drei Boxen 50 Euro, also ich habe dann noch, ich glaube 55 oder so mit Versand dann bezahlt, aber es ist ja nicht schlimm und ich habe jetzt von diesen ganzen Boxen jetzt eigentlich eh keine mehr abonniert, außer meine Goodie und Glossy Box und My Little Box habe ich halt noch, aber von diesen Beauty Love Boxen habe ich aktuell nichts mehr abonniert und deswegen dachte ich mir, ja, da schlage ich im Sale halt dann einfach zu, ne? Und ich würde sagen, wir fangen jetzt gleich einmal an. Ich zeige euch einmal die erste Box. Das ist die Pink Box. Und die habe ich in diesen Überkarton lassen, weil das ist so groß. Weiß nicht, ob ich euch das so zeigen kann. Und da liegt eben noch was drinnen. Und das wollte ich euch eben zeigen. Also die Box heißt The Future is Female. So schaut die Box aus. Also richtig schön. Dunkelblau. Wie so eine Wahrsagerkugel. Und dann ist daneben noch eine Bürste gelegen. Also die war ja in den letzten Boxen, wirklich urviele Bürsten waren da drinnen, aber ich werde die als Reserve nehmen. Das ist eine vegane Pflegebürste, ultimativer Glanz, optimale Pflege, 100% vegan. Finde ich wirklich, wirklich super. Dann Augen auf, leider hatten dieses Mal nicht alle Produkte in der Box Platz. Deswegen versteckt sich ein weiteres Produkt im Versandkarton. Da haben sie nochmal hingewiesen drauf. Da haben wir noch so ein Rabattheft drinnen und dann noch eine Werbung oder Flyer über Hunde und dann ist auch noch ein dickes, wirklich dickes Magazin drinnen über die 50 schönsten neuen Hotels. Finde ich irgendwie ganz cool eigentlich. So, jetzt gebe ich mal den Karton gleich einmal weg und wir wollen ja jetzt einmal sehen, was in dieser Box drinnen ist, ne? Sehr süß gemacht. Ein pinkes Schleifchen und hier das Herz. Und ich öffne das jetzt gleich einmal. Und wir schauen sich jetzt gleich einmal an, was da jetzt drinnen ist. Und zwar haben wir hier sogar ein Booklet drinnen. Das finde ich toll, weil da kann ich euch dann noch ein bisschen mehr über die Produkte erzählen. Und das ist meine Box mit sehr, sehr viel Kristallpapier auf alle Fälle. Also, das ist jetzt die Pink Box. Ich glaube, die kostet so um die 15 Euro normalerweise. Und da haben wir gleich einmal von My New Hair Balance ein Everyday Shampoo Haar- und Kopfhaut. Mit Bambuskohle, Pflanzenextrakten und Präbiotika. Das hört sich mega, mega spannend an, denn ich habe eh immer Probleme mit meiner Kopfhaut und das könnte ich eigentlich ausprobieren, ne? Also, jetzt schauen wir mal, was das für einen Wert hat. Das hat einen Wert von 5,99 Euro. Das ist mit Bambuskohle, Pflanzenextrakt und Präbiotika, reinigt glattes und lockiges Haar sanft und befreit es von überschüssigem Fett. Zudem wirkt es beruhigend auf die Kopfhaut und hilft dir dabei, das natürliche Gleichgewicht wiederzufinden. Ist für die tägliche Haarwäsche geeignet, pflegt das Haar vom Ansatz bis zur Spitze und schenkt Glanz. Das Shampoo ist frei von Silikonen, Sulfatensiden, Inhaltsstoffen von tierischen Ursprungs und synthetischen Färbemitteln. Finde ich richtig toll und das wird, da freue ich mich drauf. Das wird ausgetestet, das kommt dann gleich in mein Badezimmer. Dann haben wir noch ein Aloe Vera Premium Gel, 90% reine Aloe Vera, spendet intensiv Feuchtigkeit, wohltuend bei gereizter Haut nach der Rasur und dem Sonnenbad. Cool, dann kann ich dieses Gel werde ich dann einfach auf meine Stellen auftragen, wo ich mich dann rasiere und das kann ich brauchen, das kommt gleich wieder ins Badezimmer. Kostet 5,49 Euro. Und mehr steht da jetzt auch nicht drauf. Die Bürste hat einen Wert von 7,95 Euro.
Da haben wir jetzt ein Produkt, das habe ich leider schon, aber das ist egal, das kann ich ja dann verschenken oder weiterwandern lassen. Das ist ein von S. Oliver, das Deodorant. Das hat einen Wert von 11,75 Euro. Da ist auf alle Fälle Zitrus drinnen, Efeu und Apfel und Kaschmirholz und auch so Blütenextrakte sind da noch drinnen. Und dann haben wir noch ein, oh, das ist cool, das habe ich noch nicht, von Love Matte Devotion Non-Transfer Liquid Lipstick, ein roter. Den finde ich immer richtig cool, der kommt gleich in meine Ausprobierenkiste und da freue ich mich echt sehr, weil den habe ich nicht und Love mag ich sehr, sehr gerne. Und wie viel kostet der? Steht gar nicht drauf. Oder? Habe ich das eh? Ah, hier, Entschuldigung. 8,90 Euro kostet der sogar und man kann ihn entweder in diesen Pink haben, in diesen Rot oder in so einen Mauve-Ton. Und es soll auch nicht auslaufen und ist Vitamin E drin. Also ist immer sehr, sehr gut, wenn Sie das dazu schreiben, weil dann ist der meistens nicht so extrem trocken. Wenn nicht, muss ich mal halt dann einfach einen Lipgloss drüber geben. Das mache ich immer so. Mache ich die wieder zu, weil ich möchte euch das ja gern auch auf Instagram zeigen. Und folgt mir auch gerne auf Instagram, weil da teile ich auch sehr, sehr viele Sachen und könnte auch interessant sein für euch. Dann habe ich die nächste Box, das ist eine InStyle-Box und die ist mega, mega schwer. Richtig, richtig schwer ist die. Und da bin ich schon mal sehr gespannt, weil ich glaube, InStyle habe ich noch gar keine gehabt. Und die sieht so aus, die ist mit so einem durchsichtigen Papier, ist aber, wie ich schon durchsehe, also hat einen riesen Klebe, ist die Box, das ist die Winter Edition 2021-2022, hat ein riesengroßes Booklet drinnen und da bin ich schon mal sehr gespannt. Da sind dann auch noch Aktionen, aber das brauche ich in dem Fall ja überhaupt nicht. Ja, jetzt schauen wir mal. Oh je, es sind ein paar Sachen, sehe ich schon drinnen, die was ich leider schon habe, aber jetzt weiß ich auch, was das so schwer ist. Von Like ist der Coffee to Go Becher Mug with Lid. Okay. Für heiße und kalte Getränke mit Porzellan ist das, glaube ich, sogar. Ich schaue mal rein, was es jetzt für einen Wert hat. Und zwar hat das einen Wert von... Steht da nicht drinnen? Oh, das ist aber schade, dass da keine Preise drinnen stehen. Okay, kann ich jetzt leider gar nicht sagen. Auf alle Fälle ist das Highlight. Da gibt es auch 15% Rabatt, aber das ist natürlich schon abgelaufen, weil das eine ältere Box ist. Das ist wirklich aus Porzellan, deswegen ist das so schwer. Und hat eine Silikondichtung, dass nichts ausläuft. Und es ist geeignet für Spülmaschine und Mikrowelle. Das finde ich auch toll. Also das verwende ich wirklich sehr, sehr gerne. Das nächste Produkt, was ich leider schon benutzt habe, aber wie gesagt, ist egal, das kommt, das wird einfach weiter wandern. Das ist dieses Elixier, das ist so eine Art Serum, das Botanic Elixier. Das habe ich schon verwendet, die Konsistenz ist ein bisschen komisch, also mir hat es jetzt nicht so gefallen, aber es soll gegen Umwelteinflüsse schützen und das wird bei mir einfach weiter wandern. Dann habe ich noch, oh mein Gott, das ist ein riesen, riesen Tiegel. Ah ja, ich... Volt, nahe stehen eh keine Preise drin, deswegen ist eh egal. Das ist eine Glisskur von Schwarzkopf, eine Regeneration 2-in-1 Kur. Also Prä-Shampoo für ein leichtes Pflegeergebnis, Post-Shampoo für ein intensives Pflegeergebnis, flüssiges Keratin und Blütennektar für trockenes und strapaziertes Haar. Es sorgt bis zu 90% weniger Haarbruch, pflegt das Haar und verleiht einen natürlichen Glanz. Also sehr, sehr cool. Dann haben wir sogar eine kleine Lidschattenpalette da drinnen. Die habe ich noch nicht. Das ist schon mal super, weil dekorative Kosmetik, da bin ich immer so... Ich liebe es. So schaut die aus von Ciate London. Da hatten wir jetzt in letzter Zeit auch relativ viel in den Boxen drinnen, da oben mit den süßen Schleifchen. Also finde ich mega, mega cool. So, ich brauche jetzt eine Hilfe. Hilfe. Ah, oder kriege ich es eh raus? Ja, jetzt kriege ich es raus. So, jetzt schaut man sich die Palette
gleich einmal an, da ist sogar Gebrauchsanweisung drin. Wir brauchen eine Gebrauchsanweisung bei einer Palette. So ein ganz ein schönes Mauve-Rosé-Ton. Und wow, die ist wirklich schön. Da sind sehr, sehr viele schöne Glitzertöne drinnen. Und Brauntöne. Irgendwie gefällt mir die. Ich glaube, die wird bei mir bleiben. Gefällt mir richtig, richtig gut. Bronzed heißt die Linie. Vielleicht schaue ich mir noch vorher Swatches an. Ansonsten wird die weiter wandern, weil seit kurzem bin ich jetzt auch auf den Nude-Trip. Wie ihr schon seht, heute mein Schminki ist von der Nude Prism Palette von Luna Beauty. Und das gefällt mir auch sehr, sehr gut auf alle Fälle. Da haben wir noch drinnen eine B-Routine Glitzer Peel-Off Maske. Die habe ich auch schon ausgetestet. Hat mir jetzt aber auch nicht so mega gut gefallen. Deswegen wird die auf alle Fälle weiter wandern. Die steht auch da gar nicht drinnen. Aber ja, die wird auf alle Fälle weiter wandern. Dann haben wir noch ein Stirnband. Das ist cool. Das gleiche habe ich in Beige. Muss ich mir noch überlegen, ob ich das behalte oder nicht. Ja, da steht aber sonst eh nichts anderes drüber. Das war halt die Winter Edition, ne? Das kann man jetzt im Sommer nicht wirklich brauchen. Aber ja, die Vase Nol Intensive Rescue. Ich glaube, die habe ich schon probiert. Die war nicht schlecht, glaube ich, aber ja, ich muss mal noch überlegen. Ich habe nämlich so viele Bodylotion, ob die jetzt bei mir bleiben wird oder nicht. Und dann haben wir nochmal dieses Shampoo. Schauen wir mal, wenn das andere gut ist, dann freue ich mich. Ansonsten wird es weiter wandern. Und dann habe ich noch Blasenpflaster. Kann man trotzdem, ich weiß, die meisten mögen das nicht, aber kann man trotzdem gut gebrauchen. Und ein Glühweingewürz, auch für Punsch. Das finde ich toll. Also das teste ich sehr, sehr gerne aus. Ja, das war jetzt einmal die Box, aber wir wissen jetzt schon mal, warum die so schwer ist. Erstens einmal wegen diesem Bottich von Pflege, von den Gliscour, und dann noch von diesem Becher, von dem Coffee-to-go Becher. Der war auch extrem schwer. Ich kriege das jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so rein, aber egal. Ich stelle das jetzt einfach mal da runter, dass wir noch ein bisschen Platz haben. Die letzte Box, da war ich sehr überrascht, weil die habe ich schon mal überlegt, mir die zu kaufen, weil ich die X-Later sehr, sehr gerne mag. Ich folge ihr auch. Und das ist eine Influencerin, ist eine Edition mit der Pink Box, die Self-Love Box. Und jetzt schauen wir gleich einmal. Da haben wir ein Booklet drinnen. Ja, und da haben wir wieder die Preise drinnen. Das finde ich toll. Und ist auch mit so einem kleinen rosa Herzchen. Finde ich auch mega, mega süß. Und wir haben schon wieder eine Bürste. Also Bürsten brauche ich in der nächsten Zeit jetzt keine mehr. So schaut die aus. Ist eine Parser-Bürste. Für alle Haartypen geeignet. Und ich schaue jetzt gleich einmal, wie viel die kostet. 11,99 Euro. Das ist auch mit Bambusholz gefertigt und ist formstabil und resistent gegen Feuchtigkeit. Okay, auch toll. So, das nächste, was ich habe, ist von Alverde. Das ist ein Highlighter, ein holographischer Highlighter ist das. Der schaut so aus. Okay, dann muss ich mir noch überlegen, ob ich den bei mir bleibt auf alle Fälle. Und wo ist denn der Alverde? Ah, ich habe ein Dings übersehen. Na, Alverde. Hä? Ah, hier hinten. Holographic Rosy Highlighter. 3,45 Euro kostet der. Dann haben wir noch einen Blush von Catrice. Die Blushbox. Aber da habe ich eine ähnliche. Ich glaube, der wird nicht bei mir bleiben, weil ich habe von Catrice schon eine Blushbox und die verwende ich eigentlich gar nicht so oft, weil ich so viele habe. Und die kostet 3,49 Euro, also ist auch nicht teuer.
Das nächste, was ich echt gut gebrauchen kann, und die habe ich auch in Anwendung, sind die Natural Super Clean Zahnputztabs. Ich mache in der Früh immer eine Zahnbürste, Zahnpasta, und am Abend nehme ich diese hier. Richtig mega cool eigentlich. Und ja, verwende ich sehr, sehr gerne. Und die sind halt auch sehr nachhaltig, die sind zum Nachfüllen. Oder halt, ich kaufe mir dann oft nur diese Ersatzdinger. Und die kosten 6,95 Euro, sind gar nicht so billig, ne? 100% vegan sind die auf alle Fälle. Dann habe ich, ich glaube, das habe ich auch schon in einer anderen Farbe, den Schäbens Lifting Skin Booster straffendes Serum, mildert Mimikfältchen und wirkt Vitalisierung mit Tsubaki-Extrakt. Und Warentest Stiftung hat das getestet als sehr gut empfunden. Schauen wir mal, wie viel der kostet, aber ich glaube, so um die 10 Euro hat der gekostet. Ja, 7,99 Euro. Was haben wir da noch? Ein Parfum, Idol Lancôme Parfum. Das verwende ich sehr, sehr gerne, weil ich kaufe mir selber nie Parfum und deswegen alles, was ich so kriege, wird dann raufgesprüht auf alle Fälle. Und oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Also, Herznote Rose, Zypressakkord und Vanille. Und die Originalgröße, also das hier sind 5 Milliliter. Und die Originalgröße kostet 94 Euro. Aber ich finde es toll, dass man das testen kann. So, was haben wir da noch drinnen? Das ist ein Metallschein Eyeshadow von Make-up Factory. Das ist so, ich habe in dem Fall so einen Braunton. So schauen die aus. Und da kann man verschiedene Farben drinnen haben. Von Rostbraun zu Rosé-Brauntöne. Es verschmilzt zart mit der Haut, ohne Strahlkraft zu verlieren. Und man kann sie auch über andere Lidschattentexturen kombinieren. Kostet 11,95 Euro. Ich mache das jetzt gleich einmal auf, weil ich wissen will, wie der ausschaut. Ah, der schaut gar nicht so schlecht aus. So schaut der aus. Ja, muss ich mal überlegen. Eigentlich in der Palette von Luna Beauty, aber ich kann es einmal testen für euch, ne? Wenn nicht, kann ich es ja noch immer einen Trash geben. Oh, da haben wir noch einen Lippenstift oder so. Was soll das sein? Das ist ein Glossified Lipstick. Erstens einmal, die Verpackung sieht sehr, sehr schön aus. Und so ein schöner pinker Lippenstift ist das. Schauen wir mal, was da dabei steht. Kostet 5,95 Euro, ist von Got2Be. Vitamin E ist drinnen und hat ein glänzendes Finish, deckende Farben, ohne zu kleben und zu schmieren. Er ist wischfest und lässt sich aber mit einem ölhaltigen Produkt super entfernen. Ja, meine Make-ups brauche ich sowieso immer, meinen Abschminkbalsam, und der ist mit Ölbasis, weil sonst funktioniert das gar nicht. Okay, Selfie Project, die Feuchtigkeit spendende Peel-Off-Maske, Shine Like a Diamond, die hat mir nicht so gefallen. Hat schon mal so eine Mermaid-Maske gegeben, die wird weiter wandern auf alle Fälle. Und die kostet 1,69 Euro. Also es soll, es soll Feuchtigkeit spendend sein, glättend, straffend und dass die Haut strahlt. Und sie beugt Unreinheiten vor. So, jetzt habe ich noch zwei Produkte. Das erste ist von Hello Body eine Face Cream. Ja, die taugt mir nicht so, weil das eben so extrem... Ich weiß nicht, warum die das so Kokos machen. Ich mag den Kokos. Also, die muss leider auch weiter wandern. Die kostet... What? 50 Milliliter kosten 34,99 €, also richtig krass. Die haben aber einen Rabattcode, wo du 30% Rabatt bekommst. Sie glättet, macht geschmeidig und spendet Feuchtigkeit. Sie enthält auch Torfmoosextrakt, der deine Haut reinigt und durch seine antibakteriellen Eigenschaften zu einem klaren Hautbild beiträgt.
Ja, nur der Kokosduft. Warum müssen die das so stark parfümieren? Ah, nee, ich glaube, das kann ich nicht nehmen. Schade, weil ich auch eben eine bin unreine Haut hat, wäre das sicher super gewesen. Und das letzte Produkt ist mega, mega schön. Von Butterfly Kiss Bath Crumble. Bunter Badeschaum in leuchtenden Farben. Da freue ich mich sehr. Also, das ist richtig cool. Das mag ich richtig gerne. Und kostet 3,99 €. Sehr, mega cool. Ja, ich muss sagen, bis auf das, dass ich ein paar Produkte doppelt habe. Aber das kann dir natürlich immer passieren, wenn du ein paar Boxen abonniert hast. Weil ich habe letztes Jahr auch schon im Sale zugeschlagen. Aber ja, entweder wird das, was ich nicht benutze, wird in einer Verlosung, wird verschenkt oder whatever, ne? Und alles andere wird auf alle Fälle getestet. Seht ihr meine Aufgebraucht-Videos? Und ja, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und freue mich schon, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert gerne meinen Kanal. Es würde mich so sehr unterstützen. Und ich habe diese Sachen, werde ich auch auf Instagram vorstellen. Also folgt mir auch bitte da. Ich habe alles unten verlinkt. Ich werde euch auch verlinken, falls es diese Aktion noch gibt, oder ich verlinke euch generell die Seite, könnt ihr mal durchschauen. Und ich schlage da immer zu, so ein-, zweimal im Jahr haben sie Sale. Und da rendiert sich das richtig, finde ich. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!